Das Musikfestival Rock am Ring in der Eifel ist nach dem gestrigen Blitzeinschlag und zahlreichen Verletzten vorerst unterbrochen worden. Das teilte der Veranstalter am Nachmittag mit und verwies auf neue Unwetterwarnungen. Gestern Abend war über das Festivalgelände ein schweres Gewitter gezogen. 71 Besucher wurden nach Polizeiangaben verletzt. Einer musste wiederbelebt werden. Das Festivalgelände heute Morgen. Spuren des Unwetters. Rock am Ring gestern Abend, 20 Uhr, Starkregen, Blitzeinschläge. Zu diesem Zeitpunkt sind 90.000 Menschen auf dem Gelände. Das Bühnenprogramm wird für 1,5 Stunden unterbrochen. Rettungskräfte kümmern sich um die teils schwer verletzten Besucher. Also in dem Moment, wo ich da stand, habe ich da gar nicht dran gedacht, dass es wirklich so schlimm sein kann, dass es wirklich so heftig ist. Und als ich das heute Morgen gehört habe, ist schon Panik irgendwie. Man denkt sich erst gar nicht, dass es wirklich so eine große Gefahr ist. Auch in Köln, 90 Kilometer von Rock am Ring entfernt, gestern Abend Großeinsatz der Rettungskräfte. Die Feuerwehr rückt binnen kürzester Zeit zu 200 Einsätzen aus. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes die Lage im Süden Nordrhein-Westfalens und im Norden von Rheinland-Pfalz weiter angespannt. Deswegen heute Nachmittag die Entscheidung, Rock am Ring, Deutschlands größtes Musikfestival, wird bis auf Weiteres unterbrochen. Stündlich soll entschieden werden, ob und wann es weitergeht. Die Besucher werden aufgefordert, in ihren Autos oder Zelten Schutz zu suchen. Von einer Absage kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht die Rede sein. Allerdings haben wir es morgen mit einer noch schlechteren Wetterlage zu tun, mit Möglichkeiten von Sturmböen und Hagel. Und insofern geht es an die Grenzen. Die Entscheidung, das Festival nur auszusetzen, nicht unumstritten. Das rheinland-pfälzische Innenministerium hatte eine sofortige Absage empfohlen.